Hallo Leute, hier ist wieder euer Markus vom Renditemobs-Kanal, eurem Kanal für finanzielle Bildung. Und wir sind bei Video 3 meiner Lego End of Life Watchlist mittlerweile in dem Bereich zwischen 100 Euro und 150 Euro. Und so langsam wird die Luft etwas dünner. Danach folgt eben noch ein viertes Video mit Sets, die dann ab 150 aufwärts sind, weil mir einfach die Munition ausgeht. Heißt, erstmal zwischen 100 und 150 Euro sind es, glaube ich, irgendwie 6, 7 Sets, die End of Life gehen. Nagelt mich da bitte nicht genau fest. Und dann kommt natürlich noch hinzu, ich will euch natürlich auch die präsentieren, die meiner Meinung nach, keine Kaufempfehlung, aber das ist, was ich tun würde, durchaus überlegenswert sind, sich die noch irgendwie zu beschaffen. Und ich will euch natürlich aber auch gleichzeitig nur welche sagen, die ihr auch noch bekommen könnt, wo ihr vielleicht auch noch Rabatte bekommt und die sich lohnen. Und ich hatte ja schon in anderen Videos gesagt, dass ich eigentlich so meine Favoriten-Sets sind immer so zwischen 50 und 150 Euro UVP mit einem schönen Rabatt. Sehr beliebte Sets und die gehen halt relativ schnell nach oben. Und man hat, wenn man jetzt kein extrem Buy and Hold Lego Investor ist, also sprich das Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte lang halten will, ist das eigentlich der Bereich, wo ich relativ schnell mit guten Prozenten die Sets wieder verkaufen kann und die ich aber trotzdem zu guten Preisen bekomme. Und hier bei diesen Sets fängt eben an, dass man sie entweder nicht gut bekommt oder sie nicht so beliebt sind und ich dann eher sagen würde, ey, bevor ihr euch das holt für 150 oder selbst mit Rabatt für 130 oder 120, holt euch doch lieber zwei Sets von denen, die ich euch im zweiten Video, was ich hier verlinke, gesagt habe. Ja, also da ist so ein bisschen immer die Überlegung, wenn ich nicht unendlich viel Geld zur Verfügung habe, suche ich mir doch die Sets, die meiste Rendite mir bringen und nichtsdestotrotz natürlich will ich auch nicht alle Eier in einen Korb legen. Aber fangen wir an und es sind diesmal tatsächlich vier, stelle ich euch immer vor. Allerdings, wie gesagt, ihr werdet mich gleich hören, warum ich jetzt hier fünf drinne habe, weil ja, Platz 4 teilen sich zwei, die ich persönlich, ihr wollt ja meine Meinung haben, gar nicht kaufen wollen würde. Fangen wir an, Platz 4 mit 2Z, einmal den Autotransporter Technik. Ihr wisst, ich habe zwar ein paar tausend Euro in Lego Technik Sachen, bin aber da noch nicht so richtig firm, würde ich jetzt sagen, wie im Vergleich zu anderen Sets oder Set-Reihen. Und für mich ist es echt schwer einzuschätzen. Von der Wertsteigerung her, bis auf ein paar Ausnahmen, ist es auch eher nicht so doll. Ja, und nur mal so ein paar Sachen. Also, was spricht für den Autotransporter? Erstens, Part-Out Value ist bei jetzt schon 270 Euro. Man kriegt das Set noch für für 30% unter UVP locker im Handel. Ich habe das Set nullmal und ich werde es mir auch nicht holen. Es sei denn, es ist jetzt mit einem abartig guten Rabatt. Bewertungen, wie ihr sehen könnt, sind auch ordentlich. Aber was euch auffallen sollte, ist eben die Begrenzung, denn man kann einfach von diesem Set sich noch 20 holen, was eben für eine gewisse Überproduktion spricht, beziehungsweise eine geringere Nachfrage. Und von daher wäre das schon für mich zwei K.O.-Kriterien. Wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut aus. Und eben die Begrenzung hier auf 20 spricht dafür, dass hier mehr Angebot ist, als das Nachfrage ist. Genauso auch auf Platz 4, da ich da aber investiert bin, ich wollte den Autotransporter, ich weiß, es gibt auch viele Technikfans unter euch, die sich wesentlich besser in der Materie auskennen und wahrscheinlich jetzt sagen, das ist ein super geiles Set, warum geht das so schnell wie der End of Life? Bin ich voll und ganz bei euch. Meiner Meinung nach, oder für mich, ist es eben kein Set, beziehungsweise kommt maximal auf Platz 4 in dieser Liste. Genauso auf Platz 4
Das zweite Hidden Sideset, das erste, was ich erwähnt habe im zweiten Video, die Burg. Für mich das stärkste Hidden Sideset. Die ganze Serie geht ja End of Life. Die Schule hier war sogar aus der ersten Reihe das größte und das teuerste Hidden Sideset. Kam nie gut an, obwohl, wie ihr sehen könnt, es gibt nicht viele Bewertungen, die sind aber sehr, sehr gut. Begrenzung ist bei 3 und Part-Out-Value ist bei 218 Euro jetzt, also auch da gut. Ich habe das Set viermal in Gänze und einmal aufgeteilt. Und dieses Set kriegt man auch noch für 30% unter UVP. Also durchaus eine Kaufüberlegung wert. Ich werde es mir allerdings nicht noch weiterholen. Wie gesagt, Hidden Side, die Burg und die Schule von mir so ein kleines Experiment, weil entweder entwickeln sie sich so wie die Lego Movie 2 Sachen, die teilweise immer noch im Handel verfügbar sind. Hier hoffe ich ein bisschen, dass ein bisschen mehr Beliebtheit ist. Gut, was hier vielleicht auch noch dazu kommt, ist es eine Schule, auch wenn sie etwas so auf gespenstisch gemacht ist. Ja, wenn ihr jetzt über ein beschränktes Kapital verfügt und das Set nicht noch schon ein, zwei Mal habt und das noch ein bisschen aufstocken würde, würde ich auch euch eher, ja, also wäre meine Meinung, ich würde es mir nicht noch holen. Für mich jetzt im Vergleich zum Autotransporter spricht trotzdem einiges mehr für dieses Set. Kommen wir zu Platz 3 und jetzt gehen wir mal in eine Richtung, wo es denn schon wieder interessanter wird. Also hier bei den bis 150 Euro Sets haben wir echt ein starkes Gefälle zwischen den zwei richtig, richtig starken Sets. Und dann eher geht es steil bergab zu Sets, wo man sagt, naja, eigentlich gibt es dann bessere in anderen Bereichen. Platz 3 geht an den Ninjago Wüstensegler. Der Wüstensegler geht auch End of Life dieses Jahr. Begrenzung ist bei 3. Bewertungen sind sehr, sehr gut. Allerdings auch sehr, sehr wenig. Es sind 9 Figuren dabei. Hier ist es ja schon wieder mal erwähnenswert, wobei auch bei Ninjago die teils generisch sind. Allerdings, es sind auch dadurch nur 2 Figuren exklusiv in diesem Set. Und es ist nur Ninjago und nicht Ninjago Legacy-Reihe, was natürlich dann auch nicht den Charme der alten Folgen hat. Und das merkt man auch ein Stück weit, denn dieses Set ist auch noch ganz gut erhältlich für 25% unter UVP. Wenn ihr mich fragen würdet, ich würde mir lieber 2 Kloster der Shinjitsu reinholen, aber natürlich, wenn das alle so denken, dann könnte dieser Wüstensegler wieder eine gute Investition sein, weil dann den nicht so viele haben. Part-out-Value 200 Euro. Letztes Set, wo ich das ansage, weil bei den anderen erübrigt sich das, meiner Meinung nach. Wie gesagt, und mit 25% Rabatt das Set aus dieser Kategorie auf dem besten Platz, wo ihr noch einen ordentlichen Rabatt bekommt. Ich selber habe das Set 0 Mal. Ich tue mich etwas schwer mit dem Set. Es ist genauso wie das Kloster, das sehr, sehr beliebt ist und die Eisfestung, die okay ist. Das Kloster ist halt das günstigste und trotzdem, ja, auch das beliebteste und wird wahrscheinlich eine ordentliche Wertsteigerung haben. Von daher, um euren Shop aufzufüllen, wäre jetzt so, wie ich meine Meinung, das wäre. Ansonsten, ja. Kommen wir aber zu Platz 2. Und Platz 1, Platz 2, warum ist jetzt bei mir Platz 2 auf diesem Platz? Es ist super schwer zu entscheiden. Eigentlich wäre Platz 2 bei mir Platz 1, aber aufgrund der Verfügbarkeit ist es Platz 2 geworden, weil will euch ja nicht nur geile Sets nennen, die ihr dann gar nicht mehr kriegt, sondern ihr sollt ja auch irgendwo davon noch profitieren können. Platz 2, da geht natürlich an das Creator Expert American Diner. Überraschenderweise geht dieses Set in diesem Jahr End of Life und nicht das ein Jahr ältere Stadtleben. Das wiederum allerdings auch das größte Set und das 10-Jahres-Set ist wahrscheinlich deshalb ein Jahr extra macht. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau. Viel bleibt zu diesem Set nicht zu sagen. Die Figuren sind immer generisch, die machen auch nicht den Wert aus, denn diese Sets werden
Vor allem einmal wegen der Vollständigkeit, meistens oder oft auch in der Originalverpackung gesammelt. Problem hierbei ist einfach, dass ihr das Set, wie ihr sehen könnt, vorübergehend nicht auf Lager. Bewertung brauche ich auch nicht drüber reden. Ihr seht, es ist extrem beliebt. Wenn es mal bei Lego ist, kriegt ihr das maximal zweimal. Wenn ihr noch Glück habt mit einem GWP dazu, würde ich aber nicht vertrauen drauf. Vielleicht kommt es noch mal zu Black Friday mit 30% Rabatt. Ich sage euch allerdings, ich weiß es nicht. Und zweitens, es ist natürlich Glücksspiel, weil A muss es kommen dann zu Black Friday und B ist auch die Frage, ob ihr es dann auch bekommt. Von daher, ich habe es zweimal bestellt im Juli. Es ist noch nicht da. Ich warte darauf. Ansonsten, dieses Set könnt ihr eventuell mit den Gutscheinen bei Galeria Karstadt Kaufhof vielleicht noch bekommen. Das wäre eine Option. Müsst dann ja irgendwie auffüllen auf 200 Euro. Dann kriegt ihr diesen 40-Euro-Gutschein, glaube ich. Also, ihr werdet es nicht mehr sehr oft bekommen, was für mich der Grund ist, es auf Platz 2 zu ranken. Ansonsten ist es ja im Prinzip schon fast ein No-Brainer. Machen wir uns nichts vor. Daher, Platz 1, kommen wir nun zu auch einem Wiederholungstäter. Wiederholungstäter, warum? Weil wir schon mal ein 20-Jahre-Set haben. Hier nun das 20-Jahre-Set, die Slave One von Boba Fett, beziehungsweise auch damals Jango Fett. Das teuerste Set von der Lego Star Wars 20-Jahre-Reihe. Das Set, was jetzt zusammen mit dem Podracer von Anakin End of Life geht. Wir haben gar nicht so viele Bewertungen, die sind allerdings positiv. Das Set war auch lange, lange Zeit relativ gut und mit relativ guten UVP zu bekommen. Liegt sicherlich daran, dass man ein Set für 120 Euro eher seltener kauft als ein Set jetzt für 20, 30 Euro. Und vielleicht auch die Prinzessin Leia jetzt nicht die beliebteste 20 Jahre Figur, die dabei ist. Nichtsdestotrotz kriegt man mittlerweile gar nicht mehr schwerer, beziehungsweise vielleicht mit 10% Rabatt oder den eben genannten Weg beim American Diner kann man auch hier gehen. Ich habe relativ früh vorgesorgt, habe versucht, das Set so zwischen 89 bis zum Schluss 100 Euro zu bekommen, also so. Ja, 15%, 20%. Im Durchschnitt habe ich so 20, 25% unter UVP bekommen und habe das Set ganze 8 Mal. Ja, also wenn es mir jetzt nicht mit dem GWP nochmal günstig über den Weg läuft oder mindestens für 100 oder knapp unter 100, dann würde ich wahrscheinlich auch hier nicht investieren. Also No-Brainer wäre bei mir das American Diner. Slave One auch, aber davon habe ich, wie gesagt, schon 8 Stück beim American Diner 2. Ihr seht, dieses Video zu der Range zwischen 100 und 150. Bisschen mau, ich weiß. Liegt einfach daran, dass die meisten oder dass die guten Sets halt, da meinte ich, die richtig guten Sets gibt es schon gar nicht mehr oder nur noch zu UVP und die anderen Sets sind nicht so stark meiner Meinung nach und dann würde ich euch tatsächlich eher den Blick auf die eine Kategorie darunter, dann da kriegt ihr gute Sets, die meiner Meinung nach schneller zu handeln sind und die auch noch 20, 30% unter UVP sind und da könnt ihr euch mit mehr eindecken und habt dann letztendlich auch absolut mehr und schneller. So zumindest meine Rechnung. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim vierten Teil und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und bitte lasst doch ein Like da und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal. Euer Markus, bis zum nächsten Video. Ciao.